Willkommen in der Dr. Oetker Versuchsküche. Heute gibt's Spargel-Petersilienkuchen. Sie können nach Belieben grünen oder weißen Spargel verwenden. Ihre Einkaufsliste für das Rezept finden Sie direkt neben diesem Video oder auf oetker.de. Bereiten Sie zuerst den Belag vor. Grünen Spargel brauchen Sie nur im unteren Drittel zu schälen. Dicke Stangen der Länge nach halbieren. Gewaschene Petersilie fein hacken. Hefeteiggarant wird einfach mit Mehl vermischt. Dann fügen Sie die übrigen Zutaten hinzu und verkneten alles 2 Minuten lang zu einem glatten Teig. Der muss nun nicht mehr gehen. Sie können gleich weiterarbeiten. Kneten Sie den Teig noch einmal kurz durch, formen ihn zu einer Rolle in der Länge des Blechs und rollen ihn auf einem gefetteten Backblech aus. Verteilen Sie den Spargel auf dem Teig und streuen Schinken-Nuggets darüber. Jetzt zum Guss. Dafür verrühren Sie Eier mit Creme fraiche, Gustin, Senf und Petersilie. Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Das Ganze über den Spargel gießen. Zum Schluss streuen Sie noch geriebenen Käse oben auf. Dann backen und warm servieren. Spargelzeit ist Schlemmerzeit. Und mit diesem herzhaften Kuchen können Sie sie abwechslungsreich genießen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.